Jetzt stellt sich noch die Frage, klippe ich die Expresse so rum oder so rum? In unserer zweiten Folge Einfach an den Fels geht es um das sichere Einhängen von Zwischensicherungen im Vorstieg. Wir erklären heute, wie ihr Expressschlingen und Seil richtig einhängt, welche Expressen sich in welchen Situationen am besten eignen und wie ihr gefährliche Situationen vermeidet. Dieses Video ist kein Ersatz für einen Kletterkurs. Nutzt es gerne als Vorbereitung für eben solchen oder zur Vertiefung bereits gelernter Inhalte. Einfach klettern wird präsentiert von Scarpa und Edelrit. Wenn du von der Halle an den Fels gehst, wirst du viele Unterschiede kennenlernen. Ein ganz wesentlicher ist, dass die Expressen nicht schon in der Wand hängen. Bevor ihr in die Route einsteigt, müssen die Expressen an den Gurt. Wir empfehlen euch, die vordere Materialschlaufe komplett für Expressen zu reservieren. Nichts ist unangenehmer, als an der Schlüsselstelle angekommen, klippen zu wollen und plötzlich einen Karabiner oder sogar noch schlimmer ein Sicherungsgerät in der Hand zu haben. Von daher vordere Materialschlaufe am besten für Expressen reservieren. Ob ihr den Schnapper nach innen zeigen lasst oder nach außen, das ist Geschmacksfrage. Was nicht egal ist, ist, welcher Karabiner an die Materialschlaufe kommt. Und zwar kommt der feldseitige Karabiner, der lose in der Bandschlänge hängt, an die Materialschlaufe. Wenn beide Schlaufen frei sind, könnt ihr beispielsweise entscheiden, dass die kurzen Expressschlingen nach vorne kommen und die langen nach hinten. Das hat dann den Vorteil, dass ihr ohne runterzuschauen genau wisst, welche Expressschlinge ihr gerade greift. Im Endeffekt braucht ihr einfach ein System, das ihr konsequent anwendet und das für euch funktioniert. Das Ziel ist es, ohne auf den Gurt zu schauen und ohne zu überlegen, genau zu wissen, welche Expressschlinge ihr gerade greift. Ihr müsst natürlich für die Route, die ihr klettern wollt, genügend Expressschlingen mit haben. Das bedeutet für euch, guckt euch vorher den Führer an. Manchmal steht da ganz genau drin, wie viele Zwischensicherungen eine Route hat. Wenn das nicht der Fall ist oder ihr keinen Führer habt, könnt ihr einfach hochgucken an der Route und zählen, wie viele Zwischensicherungen ihr seht, wie viele braucht ihr bis zum Umlenker. Wenn ihr seht, dass beispielsweise die Hakenlinie links von der Routenlinie verläuft, könnte man annehmen, dass man sehr viele Zwischensicherungen mit der linken Hand klippt. Dann könnte es sich empfehlen, ein paar Sicherungen mehr auf der linken Seite zu haben. Wichtig ist, dass ihr beim Einhängen der Expressschlingen darauf achtet, dass ihr Fels- und Seilseite nicht vertauscht. Der Bohrhaken kann kleine Einkerbungen im Karabiner hinterlassen, die zwar dessen Festigkeit nicht beeinflussen, dafür aber Schäden am Kletterseil verursachen können. Die grundlegenden Clip-Techniken solltet ihr natürlich beherrschen, sowie die korrekte Orientierung des Seils beim Einklippen, von der Wand ins Land. Zu beiden Themen haben wir bereits Videos gedreht, die wir euch an dieser Stelle ans Herz legen. Ich bin an der Zwischensicherung angekommen. Ich nehme meine Expressschlinge vom Gurt. Wie es sich gehört, habe ich den feldseitigen Karabiner in der Hand. Jetzt stellt sich noch die Frage, klippe ich die Expresse so rum oder so rum? In meinem Fall ist es so, dass ich in diese Richtung, also nach links, weiterkletter und möchte, dass der Karabinerrücken in meine Kletterrichtung zeigt. Warum ist das so? Wenn ich jetzt weiter kletter in diese Richtung und es zu einem Sturz kommt, wird der Fangstoß genau an der richtigen Position des Karabiners aufgenommen, und zwar entlang der Hauptachse des Karabinerrückens. Das ist die stärkste Ausrichtung der Expresse. Klippe ich jetzt die Expresse so, dass der feldseitige Karabiner, also dass der Schnapper des feldseitigen Karabiners in meine Kletterrichtung zeigt. In einem sehr, sehr ungünstigen Fall kann es dazu kommen, dass im Sturzfall sich die Expresse ausklippt. Diese ungünstige Kombination möchten wir vermeiden und klippen die Expresse so, dass der Rücken des feldseitigen Karabiners in die Kletterrichtung zeigt. Wenn ihr euch nicht sicher seid, in welche Richtung euch die Route gleich weiterklettern lässt, könnt ihr auch eine vorgefertigte Echse mit Schraubkarabinern verwenden. Die könnt ihr auch an besonders sicherheitsrelevanten Stellen nutzen, zum Beispiel beim ersten hohen Haken, wo ihr einfach auf Nummer sicher gehen wollt. Jetzt, wo wir wissen, wie die Echse ausgerichtet sein soll, stellt sich noch die Frage, wann klippe ich sie? Idealerweise im grünen Bereich. Der liegt zwischen eurer Hüfte und eurer Brust, weil ihr vermeiden möchtet, über Kopf überstreckt zu klippen. Was bedeutet überstreckt klippen? Ich simuliere einfach mal, dass da oben eine Zwischensicherung ist mit einer Echse, an die ich ganz knapp rankomme. Sprich, ich nehme mir ganz viel Seil hoch, um dran zu kommen,
genau in dem Moment, wo ich klippen möchte, rutsche ich weg und falle. Das führt zu einem relativ tiefen Sturzverlauf, weil ich dieses ganze Schlappseil zu meiner Falltiefe hinzukommt. Das kann gerade bei den ersten Echsen der Unterschied sein zwischen ich falle ins Seil oder ich falle auf den Boden. Gleichzeitig ist es so, dass ich gerade sehr gut stehe. Ich habe sehr guten Stand und habe hier einen sehr guten Griff. Und auch diese Faktoren müsst ihr mit einberechnen, wenn ihr klippt. An Mikroleisten mit schlechten Tritten überstreckt zu klippen, macht wenig Sinn. Am liebsten möchte man stabil stehen, guten Halt haben und im grünen Bereich klippen. Die Realität ist, dass ihr beim Klettern einfach im Einzelfall abwägen müsst, wie gut ist euer Stand, wie gut ist euer Halt. Macht es Sinn, jetzt schon zu klippen, weil ihr euch stabil genug fühlt? Oder kletter ich lieber noch ein Stückchen weiter, weil die Griffe besser wären, weil die Tritte vielleicht besser wären und ich dann auch die Möglichkeit habe, im grünen Bereich zu klippen? Den ersten Haken solltet ihr früh und aus einer sicheren Position heraus klippen. Dann auch gerne über Kopf, da jeglicher Sturz vor der ersten Zwischensicherung unweigerlich auf dem Boden endet. Fürs reine Sportklettern empfehlen wir euch Expressen mit einer Bandschlinge aus breiterem Polyamid. Das hat den Vorteil, dass wenn ihr eine Route ausbouldert, ihr auch mal in die etwas steifere Schlinge greifen könnt, um nach dem Griff zu suchen, der euch über die Schlüsselstelle bringt. Ja, natürlich, so eine breite Polyamidschlinge ist schwerer als eine dünnere Schlinge oder eine Bandschlinge mit Dyneme-Anteil. Aber beim Sportklettern ist dieser Gewichtsunterschied im Endeffekt vernachlässigbar, weil so viele trägt man nicht mit sich mit. Und spätestens nach dem ersten Versuch hängen die Expressschlingen eh schon, sodass es gar keine Rolle mehr spielt. Warum haben wir beim Klettern unterschiedlich lange Expressschlingen mit? Und zwar kann es euch passieren, dass ihr beim Klippen einer Zwischensicherung merkt, dass der untere Karabiner ungünstig aufliegt. Wenn es jetzt zum Sturz kommt, wirkt eine Biegbelastung auf den Karabiner, die dazu führen kann, dass der Karabiner bricht. Wenn ihr jetzt eine längere Expresse mit habt, könnt ihr diese in die gleiche Zwischensicherung hängen und dadurch dieses Risiko ausschließen. Sollten die Haken im Zickzack verlaufen, könnt ihr mittels langer Expressen und Bandschlingen die Seilreibung reduzieren. Das ist auch hilfreich im Überhang zum Dach oder unter herausragenden Felsblöcken. Mit einer 60 cm Bandschlinge und zwei kleinen Schnappern kannst du so ganz einfach für einen besseren Seilverlauf mit weniger Reibung sorgen. In unserem nächsten Video zeigen wir euch das Umbauen am Top. Wenn du das nicht verpassen willst, dann abonniere schnell unseren Kanal. Folge uns auch auf Instagram, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Bis dahin wünschen wir viel Spaß und einfach klettern!